Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Tanzsport FIFA 2 Schönbau und heute geht's hier ans Flussufer. Also ich habe ja hier schon ein bisschen was vorbereitet, sieht recht idyllisch aus und jetzt wird das Ganze noch ein wenig begrünt. Ihr seht, wir haben hier so eine Rohrleitung, die hier so rüberführt, entspricht so ein bisschen einer originalen Vorlage und jetzt kommt noch hier so ein kleines, wildes, eigenes Campinggrundstück. Hier beim letzten Ausflug jemanden getroffen, der mit seiner Frau und den Hunden dort war, der sagte, er hätte damals hier 4.500 Quadratmeter für 1.500 Euro erstanden. Das ist super. Kein Bauplatz, nicht angeschlossen, gar nichts. Aber man kann sein Wohnmobil draufstellen oder einen Camper und mal ein bisschen Feuer machen und so weiter und muss halt regelmäßig mähen. 4.500 Quadratmeter. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, und jetzt wird das Ganze so ein bisschen nachgebildet. Das Grundstück nicht dem Original entsprechend. Ich habe es nur durch die Bäume gesehen und durch die Büsche. Boah, das Ganze ist jetzt hier rein Fantasie. Aber so ein bisschen hier die Szenerie. Ihr seht, Hunde planschen im Wasser, holen das Bällchen. Und ja, hier ist man am Ufer und ist zum Teil mit den Hunden unterwegs und zum Teil mit dem Boot angelandet. Und so, also jetzt hier diese kleine Ecke am Fluss. Figürchen sind vielleicht ein bisschen klein gewählt, dachte ich mir dann, wenn ich dann diese Riesen dem gegenüberstelle und musste neu skalieren. Hier also Gespräch mit diesem Großgrundbesitzer und die kleinen Zwergen, die werden jetzt hier nochmal, die Zwergen, die werden nochmal ausgetauscht zu größeren Zwergen und dann haben wir hier so ein bisschen was am Fluss. Boah. Okay. Dann machen wir hier das Ganze ein bisschen grün. Auch da führte seinerzeit dann so ein Weg hier so durchs Gestrüpp so ein bisschen. Ja, der führt dann irgendwie JWD. Und der Rest, wie gesagt, ist rein Fantasie. Also mache ich hier auch noch ein bisschen Buschwerk, verdichte das Ganze ein bisschen, sodass wir hier so eine abgeschlossene Parzelle bekommen. Und ja, hier vorne dann, muss ich mal gucken, ob wir eine Straßenanbindung machen können. Das wird aber nicht geben. Also mache ich hier vorne so eine Art Acker vielleicht hin. Sagen wir mal, das hätte ein Bauer für sich noch gepachtet. Nehmen wir einfach jetzt mal das hier. Ich wollte nicht den typischen Acker haben, sondern eher so eine Art ja, Wiese oder sowas. Ja, oder sagen wir mal, vielleicht irgendwie noch oh, das Saatgut gerade am Keimen, was auch immer das dann hier da so sein könnte. Ja, machen wir das einfach hier mal so. Einfach mal ein bisschen optisch abtrennt, dass da halt irgendwie sowas wäre. Gut. Ja, da muss man hinkommen. Da dachte ich mir, ach komm, das wird hier kein produktiver... keine produktive Fahrstraße sein, dann nehmen wir einfach hier den Fußweg. Hauptsache, wir haben hier so ein bisschen auch da wieder so optische Darstellung eines möglichen landwirtschaftlichen Weges und dann ist es gut. Hier drüben wird verdichtet, nicht mit Beton, sondern tatsächlich mit Bäumen und Buschwerk. Schön dicht alles. Hier ebenfalls. Oh, der sattes Grün, das wird super, wird das hier werden. Ja, die Nadelbäume sind alle ausgeschaltet, natürlich, die wollen wir hier nicht mehr haben. Und ja, zumeist in diesem Bereich hier oder in diesem Abschnitt ohnehin keine Nadelbäume. Gab auch nicht in dem Abschnitt, in dem ich da lang gepaddelt bin. Das war so an der Lahn, im Bereich Wetzlar bis Lahn-Solms und dann weiter Wiesbaden. Ja. Und dann war das hier so dieser Abschnitt. Ja. Gut. Weiter geht's. Diesen alten Schuppen, dachte ich mir, vielleicht so hin. Ja, kann man ja irgendwas reinschmeißen. So, ihr seht, es ist nur so ein Behelfsschuppen, weil Grundstück ist hier gepachtet von dem Landwirt. Also macht man sich hier nicht groß Mühe, irgendwas an Gebäuden hochzuziehen. Deswegen nur so ein gezimmerter Unterstand. Ja, ein bisschen Wellblech drauf, ein paar Bohlen, fertig. Hauptsache, das Zeug steht so ein bisschen vor Sonne und Witterung geschützt. Mehr oder weniger. Und der Rest natürlich hier ein bisschen verwildert. Alles, was so hier so am Gestrüpprand ist, wird so ein bisschen dicht gemalt. Brennnesseln gab es auch ganz viele, also demzufolge auch hier. Und dann gibt es da natürlich aber doch noch ein bisschen was an Gebäuden dazu, um das einfach hier noch ein bisschen wilder zu machen. Ja, soweit an dieser Stelle. Und so wird also dieser ganze Abschnitt hier, der wird einfach schön dicht bewaldet. Es kommt ein Örtchen dazu, das werden wir gleich angehen. Und ein paar Abschnitte, da kann man immer so irgendwo reinlugen und entdeckt wieder irgendwas. Hier gibt es eine Art Einfahrt. Ich nehme da den Schotter und übermal den mit der Waldtextur. Und dann haben wir tatsächlich so eine, oh, hier seht ihr, so eine fingierte Zufahrt. Oh, ist ein bisschen, kommen die Steine raus, aber ist auch nicht ganz so steinig. Und deswegen mit diesem Textur
Mix, glaube ich, ganz gut. Auch hier hat man sich so einen Schuppen gezimmert, auch rudimentär, behelfsmäßig, einfach nur für Fässer und Schubkarre. Und damit ist gut. Ja, wäre das so ein kleiner, geschlossener Schuppen, dann würde halt wieder so die Neugierde von Fremden geweckt werden. Sie würden es vielleicht aufbrechen. Hier kann man reingucken und sieht, ah, nichts drin, gut ist. Ja, soweit vom Flussufer. Der Hund paddelt, der kriegt so ein bisschen Schaum hier hinten, weil der schön hier am Rumpaddeln ist. Ja, und mit der Schaumtextur im Allgemeinen wollte ich hier so ein bisschen die Strömungsabschnitte verdeutlichen. Ist mir nur minder gelungen. Aber es gibt ja dann doch auch gerade an der Lahn hier so in dem Bereich nach Solms, gibt es dann so ein paar strömungsreichere Abschnitte. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, mache ich das auch so ein bisschen irgendwie so, aber weiß nicht, ob es gelungen ist. Aber ich glaube, jetzt, wenn man das so sieht, wird es klar, woraus es hinausführt. Auch hier das Rohr, das hier so reinführt. Da dachte ich erst ein bisschen Schaum, aber nee. Ich nehme dieses Blau und damit sieht es aus, als würde anderes Wasser hier so reinfließen. Auch solche Auslässe gab es auch. Ich weiß nicht, ob das Überläufe der Kanalisation waren oder was auch immer. Keine Ahnung. Die gab es auf jeden Fall. Ja, und dann hier in der nächsten Biegung, da soll eine kleine Ortschaft entstehen mit einem Bahnhof tatsächlich. Wir haben hier eine Nebenbahn, die bedient dann hier so den einen oder anderen Ort, verschwindet dann im Schattenbahnhof und hält links am alten Bahnhof. Und deswegen gibt es hier so einen kleinen Ort, so einen kleinen Durchfahrtsort. Und deswegen planiere ich erstmal jetzt hier so dieses Terrain, damit ich nicht wieder diese Probleme habe wie letztes Mal mit Sachen, die in der Luft stehen und hängen und so weiter und so fort. Hier wird es jetzt eine Ebene geben. Ich weiß, es ist nicht immer schön. Sieht auch schick aus, wenn Häuser auf der Ebene stehen und so weiter. Auf jeden Fall, aber das nervt hier in dem Spiel manchmal kolossal. Deswegen wird hier eingeebnet und fertig. Ja, und dann setzen wir hier einen kleinen Bahnhof. Nichts Aufregendes, aber vielleicht 120 Meter Gleis oder Bahnhofslänge könnte reichen, vielleicht aber auch doch ein bisschen länger. Ich muss mal gucken. Und dieser Bahnhof und die Gleise teilen den Ort ein wenig. Und im unteren Teil haben wir dann so ja, eher Wohnen und im oberen Teil so ein bisschen Gewerbe, Einkauf, Tankstelle, irgendwelche Werkstätten, Lager, irgendwie sowas vielleicht. Ja, so am Fluss, Flussufer. Und ja, jetzt geht es darum, das passende Gebäude zu finden. Und das hier ist ein Gebäude von LMG und er hat ja schöne Gebäude, aber die haben unten immer diese blöde Platte. Ihr seht es hier. Die möchte ich nicht, hätte gerne eine eigene Textur, aber es ist immer so eine Platte da. Und es ist nicht nur, dass die Platte da ist, sondern das Terrain entlang der Platte verformt sich auch immer und es lässt sich nicht ausschalten. Ich nehme ihn trotzdem, weil er schön ist, aber ihr seht, das ganze Ding ist erhöht und dieses Gras kippt dann da so rein. Also so nach unten kippt es weg, gen Platte und das ist fürchterlich nervig. Aber das Gebäude ist halt leider nun mal ganz schick und eigentlich das, was ich hier haben möchte. Boah, muss man in den sauren Apfel beißen, was? So, Bahnsteig noch ein bisschen verlängert. Jetzt gibt es hier Übergänge. Schön klassisch in der alten Variante. Nur Treppen natürlich, ja. Ist auch super barrierefrei. Und mal gucken, vielleicht kann ich auch noch eine Unterführung zimmern. Ich schau mal. Oh, und dann hier ja, Bahnsteigdächer. Und dann wird hier ausgekleidet, ausgestaltet. Hier gibt es also so einen Park-and-Ride-Parkplatz. Ja, und ihr seht, wie sich das da so, wie das da so reinkippt. Fürchterlich nervig einfach das Ganze. Also muss ich hier anpassen, dass es irgendwie hinhaut, was es am Ende nicht tut. Also muss ich diesen Abschnitt rund um diese Bahnhofsbodenerhöhung irgendwie aussparen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall der Bereich hier, Parkplatz. Das heißt, ich asphaltiere das Ganze hier in dem mittleren Bereich, ungefähr so hier. Natürlich dann den Zugang zur Treppe ermöglichen und den Rest einfach begrünen. So. Bisschen Optik ist auch gut. Aber ihr seht auch bei der Treppe selbst auch, da hat es auch so eine Erhöhung. Also das ist einfach nervig. Und da hat man immer diese Verwerfung drin. Ja, das ist, da kann man jetzt ja schon irgendwie bauen, ist schon okay. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn man so einen Zaun zieht, hat dann so einen Treppeneffekt. Nun gut. Dann dachte ich mir, nehme ich diese Markierung, die sind schön, aber jetzt habe ich schon grün, außerdem sind die schräg, diese Parkmarkierung. Ich hätte sie gern gerade. Also Zimmer ist halt eben wieder selbst. Ihr seht, die Mauer macht keinen Sinn, weil die dann so nach unten wegknickt. Das machen wir mit dem Geländer. Dann sieht das auch eher so ein bisschen aus wie ein Treppengeländer. Seht, was ich meine. Die eine Seite knickt nach unten hinweg. Die andere Seite auch. Aber dann hat es so ein bisschen Treppengeländer-Effekt. Ist okay. Muss man das Beste draus machen. Ja, hier das Loch. Das stopfe ich mit dem Busch. Ganz doof. Weil halt auch da dieses Mäuerchen dann wieder nach unten wegknicken würde. Das gefiel mir optisch nicht. Also kam ein Busch hier
zum Einsatz, dann ist es auch in Ordnung. Oh, hier müssen wir noch ein bisschen Geländeanpassung vornehmen. So, fertig. So viel zum Parkplatz. Müsste reichen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Irgendwie muss ich auch mit einer Straße irgendwo hin. Ganz klar. Entweder führe ich die nach links weg oder irgendwie unter dem Gleis durch. Muss ich mal sehen. Jetzt auf jeden Fall hier zum einen am Bahnhof anpassen. Die kann auch ruhig mal so ein bisschen schräg verlaufen. Nicht immer nur so kerzengerade. Mal gucken. Ein bisschen mit Abstand. Oder so ist auch okay. So, dann führt sie hier dann aus der Ortschaft irgendwann raus. Hier sind wir noch in der Ortschaft. Und hier führe ich sie einfach so am Gleis lang. Also hier zwischen Gleis und Hochspannungsmast. Wo heißt das Hochspannungsmast eigentlich? Haben wir als Kind immer gesagt. Heißt es so? Ist das so ein, eigentlich so ein Überlandleitungsmast oder wie nennt sich das? Muss ich tatsächlich mal nachgucken. Und dann geht es ja darum, die passende Landstraße zu finden. Irgendwie war ich mit all denen hier mit diesen massiven Dreckrändern nicht zufrieden. Ich habe aber noch eine andere. Muss mal gucken. Hier, das hier. So. Ah, der hat weniger Dreck am Rand. Das sieht schon gut aus. Nicht so viel Dreck am Stecken. Ja, ich glaube, das können wir lassen. Und jetzt geht es ja darum, tatsächlich so die ersten Gebäude hinzustellen. Hier hätte ich also gern am Bahnhof irgendwie so ein Verwaltungsgebäude mit einem Parkplatz und so weiter und so fort. Da würde ich mich mal durch die Gebäude, nehme dann das hier und dann gibt es noch ein kleines Gärtchen und dann so eine kleine Abstellfläche für Fahrzeuge, hier so rechts vom Zaun oder so. Und dann ist es auch in Ordnung. Oh, Zugang zum Garten. So, irgendwie so, was weiß ich. Bahnverwaltung drin oder ach, kein Plan. So, hier bereiten wir das Ganze mal für eine Parkfläche vor und dann auch Zugang zur Straße. Ich werde also hier auch alle Zufahrten tatsächlich als Zufahrten gestalten. Das habe ich hier in der Vergangenheit sehr, sehr oft ignoriert und habe das gar nicht gemacht. Und das werde ich aber jetzt hier tatsächlich tun. Das heißt, ich nehme mir meine Besuchermagneten und gucke, dass ich die passende Straßenanbindung habe. Oh, hier die Breite ist eigentlich ganz gut. Oh, Kollisionen und so weiter ignorieren wir natürlich geflissentlich. Hier wird nichts passieren, da wird kein Fahrzeug fahren. Es geht mir lediglich um die Einfahrten. Ja? Oh, ihr seht, hier habe ich auch schon das eine oder andere Gebäude gesetzt mit einem Lagerschuppen und so weiter. Und auch die bekommen entsprechende Einfahrten spendiert. Auch hier, die teilen sich dann beide eine Einfahrt. Mal so vielleicht. Oh. Und dann ist das Ganze hier vorbereitet. Ja, es muss eigentlich nur noch so ein bisschen ausgestaltet werden. Die ersten groben Gebäudeplatzierungen sind geschehen. Und jetzt wird nur noch lackiert. Also zumindest jetzt in dem oberen Teil. Und unten werde ich dann die Straße ein bisschen noch so führen, dass es halt so tatsächlich durch so eine kleine Ortschaft sich zieht. Häuser natürlich entsprechend anliegend sind. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann so weiterentwickelt. Jetzt erstmal hier ein bisschen pinseln, hier die Zufahrt schaffen, könnte man noch schöner machen. Mal gucken, was mir so einfällt. Naja, und dann war noch Folgendes. Ich hatte überall so kleine Besuchermagneten als Einfahrten verbaut. Die wollte ich löschen und dann hatte ich versehentlich einen Zugspeicher gelöscht. Warum? Ja, ihr seht es hier, diese, egal wo ich hinklicke, werden die Zugspeicher markiert und die kleinen, winzig kleinen Angreifpunkte der Magneten eben nicht. Ich habe deswegen die Bounding-Boxen aktiviert, um einfach mal zu sehen, bis wohin was reicht. Und ihr seht, das sind die Zugspeicher unterirdisch. Und guckt mal, wie weit ich mit dem Bagger zur Seite gehen kann. Und das Ding ist immer noch aktiv. Das heißt, versehentlich irgendwo ins Gelände geklickt, Schattenbahnhof gelöscht. Guckt mal, was das für einen Abstand hat. Wie weit ich hier rüber gehen kann. Ihr seht es an der weißen Linie. Will man so einen Stein löschen, klickt versehentlich daneben, zack, unterirdischen Schattenbahnhof gelöscht. Also echt fatal. Eine gigantisch große Bounding-Box, aus meiner Sicht völlig übertrieben groß, behaupte ich. Und dafür die winzig kleinen hier von diesem Besuchermagnet, der für mich den Straßenanschluss hier so darstellt. Also so die Einfahrt. Ihr seht hier so eine kleine Kiste in der Mitte. Dort irgendwo, na, habt ihr es gesehen? Dort irgendwo befindet sich der Anschluss. Boah, dann kann man ihn löschen. Aber es ist viel Friemelei. Ja? Ihr seht es also, diese winzig kleine Kiste musste erwischt werden. Und wehe, man klickt irgendwo daneben, schon reißt man unterirdisch den Zugspeicher ab. Dank der Bounding-Boxes kann man das sehen, aber ich halte es für extrem übertrieben groß, was die Bounding-Box des Zugspeichers angeht.
Ja, dann habe ich die Überlandleitung entfernt, denn hier kommt jetzt ja die Ortschaft hinzu. Und schaut mal, ich habe schon ganz viel gesetzt, damit ihr euch nicht langweilen müsst. Also ich habe viel vorbereitet. Es gibt so ein bisschen was an Lagerzeug, ein bisschen was an Wohnen natürlich. Und hier habe ich mir gedacht, da mache ich so einen Hof, da wird so Kalk gelagert. Und da es Kalk nicht gibt, habe ich hier Schnee genommen. Soll halt irgendwie so ein Kalkhügel sein. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man Kalk wirklich einfach so draußen lagert, denn wenn Regen kommt, ist alles vermatscht und wenn Wind kommt, dann bläst das weg. Aber ich meine, sowas schon mal gesehen zu haben, wenn das wirklich Kalk war. Ich glaube, eigentlich ist der in solchen ja, Silos oder so, ne? Aber ich meine, sowas hier schon mal gesehen zu haben. Ja, deswegen habe ich so ein kleines Gelände hier vorbereitet, so ein Mini- Kalklager kann man dann holen, um damit irgendwie die Felder zu bestreuen oder so. So was auch immer man damit machen möchte. So, da habe ich also den Boden vorbereitet, natürlich entsprechend asphaltiert, damit man den Kalk dann natürlich auch gut dort fegen kann und so weiter. Also da machen jetzt irgendwie Platten und Knochensteine und so weiter keinen Sinn. Und dann habe ich den dann hier nochmal neu drüber gepinselt, nachdem ich das Grau hier aufgebracht habe. Natürlich entsprechend verteilt, den Rest des Areals ebenfalls bemalt. Ihr kennt's, brauchen wir jetzt nicht im Detail nicht mehr anzugucken. Das ist das übliche Gepinsel, wie sonst auch immer. Ja, das Haus nebendran bekommt einen Zaun und alle Häuser, die ich jetzt nicht mit Ausstattung gebaut habe, die werden entsprechend ein bisschen gestaltet. Und dann habe ich den Zaun gezogen, mir gedacht, ach stopp, brauche ich auch eine Einfahrt, genauso wie das Werk. Also griff ich wieder zu dem Besuchermagneten und schaffte mir so eine Einfahrt. So, hier passt aber keine mehr hin. Oh, das sagte mir, gut, dann ziehen wir den Zaun da hinten durch, reißen ihn vorne ab. Wir haben hier eine Straße ohne Fußgängerweg und dann machen wir die Einfahrt eben auf der Rückseite. Hier, oh, das lackieren wir und dann haben wir hier eine Einfahrt. Ja, und schaut mal, VT628 fährt los, Probebetrieb hier auf der Nebenbahn. Entweder werden hier zwei Züge verkehren, also hin und zurück, oder vier, ich muss mal gucken, ist eine relativ lange Strecke, die Bahn verschwindet dann irgendwann im Tunnel, ihr habt es ja gesehen, unter einem Zugspeicher und da ist sie relativ lang unterwegs, es könnte so hier in einem Stundentakt entsprechen vielleicht, mal gucken, ob ich vielleicht vier Züge fahren lasse, hat man auch mehr zu schauen. Ihr seht, Bushaltestellen sind auch schon dazugekommen, hier wird also auch eine Buslinie unterwegs sein, ja, und hier so dieses kleine Kalklager, ich habe auch mal zwei Silos reingepackt. Dann hier ist schon, Grillen ist schon angesagt, die Leute sind also schon eingezogen. Hier so auch so ein kleiner Hinterhof. Das ist nichts Spektakuläres. Ihr habt gesehen, ein Bach kam dazu. Also das heißt, hier wird es auch noch einen Bach geben, der sich so lang schlängelt und der dann in einen See fließen wird. Jetzt haben wir hier also rechts die Bahntrasse und links den Bachlauf, der da so wegfließt. Na, ihr seht, hinter so einem kleinen Gehöft vorbei, das also so am Bach liegt, ja, mit so einem Steg drüber. Schön wären Brücken als Assets übrigens. Und dann hinten ein See und da kommt nochmal ein Campingplatz, den habe ich mir überlegt. Ja, und so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Brücken als Assets wären super. Verschiedene Arten von Brücken und Stegen, die man drüber packen könnte, das wäre halt richtig nice. Naja, gut, dann haben wir hier eine V100. Mit zwei N-Wagen, die hier rausfährt. Das ist also der zweite Zug auf der Strecke. Ihr seht, Gelände vorbereitet, Fluss in Teilen ausgestaltet. Oh, und dann wird es hier noch ganz urig werden. Es wird hier so ein Naturschutzgebiet an der Ecke werden, durch das der Zug, oder an dem der Zug vorbeifährt, oder die Bahnlinie vorbeiführt. So das Ganze von oben. Ja, links wird noch ein bisschen was vom Ort entstehen, rechts noch ein klein wenig. Und ja, wenn wir mal schauen, wie weit wir schon gebaut haben. Ganz hinten seht ihr ja die Windräder und so weiter. Also da ist noch ein bisschen was zu tun. Ist schon weit fortgeschritten. Aber, was heißt aber? Ja, wir haben noch viel Platz zum Spielen. Diese Folge war vielleicht nicht so spannend, ich weiß. Aber ihr seht, wohin es geht. Deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Da wird ein bisschen mehr wieder passieren, denke ich. Für heute war es das. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.